So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Etappe der Tour Down Under und damit herzlich willkommen nochmal richtig zum Pro Cycling Manager 2018 Let's Play. Ich freue mich, dass es endlich losgeht. Nach der leider etwas verpatzten nullten Folge, die wir leider ohne Kommentar machen mussten. Jetzt also die immerhin nachvertonte erste Folge, der Testtyp, wie gesagt, den klammern wir mal aus. Und das hier ist die Mannschaft, mit der wir in die Saison 2018 gehen. Unser World Tour Team von Austria Cars mit Daniel McLay, Josef Stari und all den anderen. Und das hier ist die Mannschaft, mit der wir in die Tour Down Under gehen. Jordi Simon, Haritz Orbes, Sultan Al-Hamadi, Mansur Al-Thani, Till Schuster, Juheni Hutarovic und Josef Bennett Seda sind unsere Leute für dieses Rennen. Konkurrenz ist definitiv stark, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Wir sehen da unten die Namen der Favoriten. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es uns ergehen wird. Also bis gleich. Riding in such heat is not easy. Many riders must have only one thing on their mind: getting this over with. Ja, und damit herzlich willkommen. Also, im Renngeschehen. Ich habe leider in dem Moment, wo ich Start gedrückt hatte, schon gemerkt, fuck, du hast da was vergessen. Und jetzt sieht man auch sehr deutlich, was ich vergessen hatte. Die Grafikeinstellungen sind leider auf den absoluten Low-Settings. Das tut mir sehr leid, das wird nur in der ersten Folge so sein. Ich werde natürlich dran denken, das für die nächste Folge dann umzustellen. Und den Kommentator lasse ich euch auch mal in der ersten Folge an, damit ihr den mal hört, ne? Ist diesmal ein englischer? Ich weiß nicht, ob ich das im Menü umstellen kann. Falls ja, werde ich das tun und dann seht ihr in der nächsten Folge, das Tutorial überspringen wir mal, dann seht ihr in der nächsten Folge oder hört ihr in der nächsten Folge auf jeden Fall auch den deutschen Kommentator, sollte es einen geben. So, wir starten gleich mal mit der ersten Attacke der Saison. Sultan Al-Hamadi ist es, der gleich mal von Beginn an wegfährt. Er, also jetzt mit zwei Fahrern an der Spitze, das sind Sarah Mortins und Dagel, ein Lette und ein Südafrikaner. Und dahinter kommen gleich noch ein paar, unter anderem der deutsche Meister, hier ist es ja noch, Markus Burkhardt. In echt ist das ja mittlerweile Pascal Ackermann, wie ihr sicherlich wisst. Ja, schauen wir mal, was in dieser Australien-Rundfahrt geht. Heute eine ziemlich flache Etappe. Ich denke mal, in Sachen Sprints wird es sehr, sehr schwierig, auch wenn wir einen Weltklasse-Mann wie Juheni Hutarovic dabei haben. Till Schuster ist heute vielleicht unser größter Trumpf. Mal schauen. Auf lange Sicht gesehen ist die Australien-Rundfahrt ja ein Rennen, das auch durchaus den ein oder anderen Hügel bietet. Insofern haben wir mit Haritz Orbe und Jordi Simon, ja, Fahrer, die jetzt nicht ganz verkehrt sind. Wir werden natürlich sehen, wie die beiden sich schlagen. Aber es geht ja auch erstmal prinzipiell darum, hier reinzukommen in die Saison. Und wenn ich überlege, bei der letzten Saison war es ja so, da haben wir, boah, wie lange haben wir gebraucht? 16 Folgen bis zum ersten Sieg. Ja, das werden wir auch dieses Mal hoffentlich besser hinkriegen. So, jetzt gibt es hier die ersten Attacken aus der Gruppe. Ich weiß nicht genau, warum. Das Feld jagt auch der Gruppe sehr gut hinterher. Also scheinbar hat man schon Respekt vor den Namen, die dort vorne sind. Matthew Heyman war noch mit dabei. Michael Scheer habe ich da gelesen. Also eine ganz gute Gruppe. Noch dazu zwei Fahrer aus dem Team Bora Hansgrohe mit Sarah Mortins und Burkhardt. Al-Hamadi hat langsam ein bisschen Probleme da, der Gruppe zu folgen. Aber natürlich wollen wir versuchen, die Lücke zu schließen, bevor das Feld uns einholt. Also entweder das Feld holt alle ein oder gar keinen. Auf jeden Fall nicht nur Al-Hamadi. Das ist jetzt erstmal das Ziel in diesem Rennen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ah ja, die Gruppe wird also eingeholt, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich möchte das an dieser Stelle natürlich auch nochmal erwähnt haben. Pascal, der gute Terolpi, hat auch ein Let's Play gestartet. So, jetzt gibt es die nächsten Attacken. Wir gehen mal mit Orbe hinterher, würde ich sagen. Al-Hamadi scheint ein bisschen Platz zu sein. Also jetzt die Attacke von Haritz Orbe, dem Basken. Heyman setzt sofort nach. Und das Feld scheint diesmal ein bisschen passiver zu sein. Oder? Schauen wir mal nach hinten. Ja, es fährt deutlich verhaltener als gerade eben. Also Pascal jetzt auch mit seinem mit seinem Let's Play am Start. Ich war ja nicht sicher, ob er noch eins macht oder so weiter. Und er startet. Warum ist ein BNC da hier hinterm Feld?
Schauen wir mal, dass der mal wieder reinkommt. Und er wird auf jeden Fall mit direkt Energie in die Saison starten, beziehungsweise hat das auch schon getan. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mal auf den Kanal von Terror LP schauen. Da solltet ihr seine Videos finden. Ich glaube, mittlerweile sind schon 3 Folgen oder sowas online. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr wollt. Und von daher, cool, dass er wieder dabei ist. Ne? Schöne Grüße, Pascal. Solltest du das hier sehen, während hier Orbe und Heyman also den Anschluss an die Gruppe schaffen. Und damit haben wir also 5 Fahrer vorne. Guga, Shea, Burgard, Heyman und Orbe. Sehr starke Gruppe. Mit guten Rennfahrern da drin. Aber es ist halt auch ein Erstligarennen. Und das merkt man schon, dass hier die Namen durchaus klangvoll sind. Ja, also wie gesagt, Grüße an Pascal, falls er hier zuschauen sollte. Er hat mit direkt Energie gestartet. Hat mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil normalerweise ist er ja so der Typ, der eher auf die Bergfahrerteams steht oder im Speziellen natürlich auf die spanischen Teams. Das hat er jetzt diesmal komplett außen vor gelassen und mit direkt Energie mal ein ganz anderes Team gewählt. Ich bin gespannt, wie das Play bei ihm wird. Ich bin gespannt, wie er sich da durchsetzen wird und wie die Saison bei ihm verlaufen wird. Ja, vielleicht nochmal dazu kurz was gesagt, warum dieses Let's Play so spät kommt. Ich habe es ja in Folge 0 schon mal angeschnitten. Leider wurde der Kommentar ja nicht aufgenommen bei dieser Folge, sonst, ja. Ich habe mir den Mund echt fusselig geredet. Es ist sehr, sehr schade, aber mein Gott, was willst du machen? Also ich habe mir gedacht, wir wollten ja Austria Cars so erstellen, wie wir es im PCM 2017 hinterlassen haben. Und da wir ja dort den Aufstieg geschafft haben in die World Tour, habe ich mir gedacht, okay, ich erstelle jetzt einfach dieses Team und im Editor, den Editor gibt es lustigerweise beim PCM 19, beim PCM 18 gar nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall gibt es ihn nicht. Habe ich mir gedacht, okay, kein Problem, dann nehmen wir eben den Editor vom 2017er. Das ging auch, ich habe dort alle Fahrer erstellt. Oh, hier hinten gab es einen Sturz. Sascha Modolo ist da gestürzt und da haben sich noch einige andere dazugelegt. Ganz kurze Unterbrechung hier, Rowan Dennis. In seinem frischen australischen Meistertrikot. Luis Leon Sanchez haben wir da. Colbrelli, Bennett ist mit dabei. Also hier doch Degenkolb ist auch mit am Start. Hier bei diesem Sturz. Also einige große Namen, die hier gleich mal zurückfallen. Rojas haben wir da von Movistar. Das ist natürlich hart. Ich hoffe, sie schaffen natürlich den Anschluss ans Feld wieder. Da lassen sich auch die ganzen Kollegen zurückfallen. Und John Degenkolb gibt das Rennen auf. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr hart für die Mannschaft. Trägt die mit Sicherheit mit ihm als Kapitän gerechnet hatte. Bitter. Sehr, sehr bitter. Schauen wir mal, ob die das noch schaffen, ob die da noch reinkommen. Jetzt gibt es hier erstmal den Zwischensprint. Den gewinnt Matthew Heyman. Das ist okay. Ja. Und um nochmal aufs Thema zurückzukommen, also ich habe mir dann gedacht, okay, erstelle ich das Ganze, hat auch geklappt. Ich habe dann die Aufnahme gestartet mit Team Austria Cars und so weiter und so fort und musste dann feststellen, wir haben kein Geld. Wir hatten wirklich 0 Euro Budget allgemein, konnten damit natürlich keine Nachwuchsmannschaft erstellen, konnten keine Trainer einstellen, konnten keine Verträge verlängern, später dann halt auch, wäre nicht möglich gewesen. Neue Fahrer holen wäre natürlich auch nicht möglich gewesen. Also es war nicht so geil. Von daher habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar habe ich dann eine zweite Aufnahme gestartet, wo ich mir gedacht habe, okay, ich gehe auf benutzerdefiniertes Team und erstelle dort Team Austria Cars. Und auch das hat zwar funktioniert, wir hatten dann Geld auf dem Konto, hatten das Team so, wie es sein sollte, zusammen. Einziger Haken: wir wurden als Zweitligist eingestuft. Und ich wollte echt keine weitere Saison in der zweiten Liga starten. Und deshalb hatte ich zum Glück noch diesen Geistesblitz, hey, erstell doch einfach einen starken Fahrer, sag, er soll am Ende der Saison seine Karriere beenden. Und ja, dann hast du doch alles, was du willst, um glücklich zu sein. Das habe ich jetzt gemacht. Leider aus irgendwelchen Gründen, der Koreaner mit Namen Test beendet seine Karriere leider nicht. Warum, weiß ich nicht genau. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir werden einfach mal schauen, dass wir den weitestgehend aus dem Spiel herausnehmen. Ja.
Aber wie gesagt, jetzt hier nochmal die Datenbank bearbeiten, das Ganze hier zum, wie viel denn wäre das denn mal, dann zum vierten oder fünften Mal aufnehmen, hätte ich halt ganz ehrlich gar keine Lust. Also wir lassen es jetzt mal so, wie es ist. Ignorieren, dass dieser Koreaner nun mal existiert. Was willst du machen? Und fahren jetzt hier die letzten 36 Kilometer, glaube ich, sind das. Im, ja, ganz normalen Modus, in der ganz normalen Geschwindigkeit, so wie ihr es gewohnt seid. Unser Team ist, ja, beisammen, schön weit vorne im Feld. Haritz Orbe fährt in der Spitzengruppe und wir haben noch einen Vorsprung von 1,20 auf das Hauptfeld. Das auch wieder zusammengerollt ist, außer halt John Degenkolb, der musste leider aufgeben. Ansonsten ist das ganze Feld zusammen. In 4 Kilometern haben wir die erste und einzige Bergwertung der heutigen Etappe. Von daher schauen wir mal, was da abgeht. Wenn man die natürlich gewinnt, und darauf werden jetzt alle hier schielen aus der Gruppe, wenn man die gewinnt, dann hat man das Bergtrikot sicher. Orbe führt die Gruppe an. Und da gibt es auch schon die erste Attacke. Matthew Heyman probiert's und Haritz Orbe schließt sofort die Lücke, hängt sich ans Hinterrad und folgt dieser Attacke von Matthew Heyman. Heyman ist nicht der beste Hügelfahrer, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er es durchzieht. Und jetzt greift Haritz Orbe drüber an. Heyman ist platt. Scheer auf der linken Seite kommt jetzt. Aber, boah, ganz eng, aber Orbe gewinnt. Orbe gewinnt diese Bergwertung ganz, ganz dünn vor Scheer und Gugar. Burkhardt wird Vierter. Matthew Heyman völlig ausgepowert. Musste erstmal wieder in die Gruppe reinfahren. Also, das war eine sehr, sehr gute Bergwertung. Oh, Vorsicht, dass hier unsere Sprinter nicht zurückfallen. Sehr, sehr gute Vorstellung von Haritz Orbe, der da. Oh, warte mal. Okay, die waren gerade ganz kurz in der hinteren Gruppe. Ich hoffe, dass sie wieder mit nach vorne kommen. Also, Orbe mit einer starken Vorstellung wird am Ende der Saison. Der Saison, mein Gott. Des Rennens mit dem Bergtrikot dafür belohnt, insofern das Ziel erreicht. 23 Kilometer sind es noch. Wir haben 1,5 Minuten Vorsprung vor dem Hauptfeld. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, 20-Kilometer-Marke ist auch bereits passiert. Unter einer Minute Vorsprung noch für die Gruppe. Also es sieht dann doch ein bisschen enger jetzt aus. Jetzt hier die Tempoverschärfung von Markus Burkhardt. Oder Burkhardt. Ich glaube eher, dass er Burkhardt heißt. Bin ich mir schon bei deutschen Namen unsicher, wie sie ausgesprochen werden oder was. Mann, Mann, Mann. 13 Kilometer noch. Ich würde sagen, wir suchen mal für Schuster und Hutarovic Leute, denen er folgen kann. Aus irgendwelchen Gründen wollte er dem Mann nicht folgen. Dann nimmt er halt Cavendish. Und Hutarovic kann eigentlich, ja, warum nicht Bonifacio nehmen? Wir bauen keinen Sprintzug auf. Dafür halten wir jetzt auch nicht die Leute. Das können wir gerne mal probieren, wenn wir starke Fahrer beisammen haben und eben auch vielleicht mal Danny McLay am Start steht. Aber hier probieren wir das, glaube ich, nicht gerade bei der Konkurrenz. 10-Kilometer-Marke ist erreicht. Noch eine halbe Minute für die Gruppe. Das Feld fährt Vollgas, versucht die Gruppe einzuholen und ich glaube natürlich, dass das wohl auch klappen wird fürs Hauptfeld. So, Roddy Simon soll auch mal folgen, einfach damit er hier keine Zeit verliert. Und jetzt hier Orbe geht nochmal in die Führungsarbeit. Er hat noch nicht aufgegeben und noch hat das Feld die Gruppe auch nicht eingeholt. 6 Kilometer, 6,3 sind es jetzt noch. Immer noch 24 Sekunden Vorsprung. Das ist natürlich nicht viel, keine Frage. Aber vielleicht reicht es ja. Schauen wir mal. Wo sind unsere Sprinter? Die sind leider ein bisschen weit hinten. Ich hoffe, dass die dann noch irgendwie nach vorne kommen. Liegt halt an den Fahrern, an denen sie jetzt dranhängen, ne? Wie das klappt. 4-Kilometer-Marke ist auch passiert. Orbe soll sich da mal ans Hinterrad von Heyman hängen. Und jetzt beginnt der Sprint hier so langsam.
Schuster und Totarovic sollen schon mal ihre Gels nehmen. Aber das wird hier sehr, sehr schwierig. Letzten 2 Kilometer. Orbe. Ah, komm, start schon mal in Sprint. Wurde da sehr, sehr ausgebremst gerade noch. Und jetzt also Schuster am Hinterrad von Cavendish. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber da ist die Kraft so schnell zu Ende. Aber Orbe, schau dir das mal an. Der ist ganz weit vorne. Fernando Gaviria gewinnt. Aber Haritz Orbe hier mit Platz 7 am Ende. Das ist doch ordentlich. Guter Einstand für Haritz Orbe im Team Austria Cars und im ersten Saisonrennen. Gleich mal Platz 7 plus Bergwertung. Da kam die Verbindung wurde getrennt. Dankeschön. Da kann man nichts sagen. So, auf zur Siegerehrung. Hier sehen wir nochmal den Sprint aus dieser Perspektive. Und da haben wir also den Etappenstand. Fernando Gaviria gewinnt Etappe Nummer 1 vor Dylan Groenewegen und Marcel Kittel. Dann Pascal Ackermann, Caleb Ewan, Magnus Cort Niessen auf Rang 7. Dann Haritz Orbe. 8. Mark Cavendish. 9. Arnaud Demar. Und 10. Edward Toynes. Der Gesamtwertung führt damit natürlich der Kolumbianer Gaviria und darf sich damit das Trikot in Orange des Gesamtführenden anziehen. Zweiter Groenewegen und dritter Michael Scheer durch die ganzen Zeitbonifikationen, die er unterwegs aufgesammelt hat. Dann haben wir die Bergwertung. Dort führt also Haritz Orbe von Team Austria Cars sehr, sehr schön. Gleich mal mit der ersten Etappe die ersten Erfolge eingeholt. Eine Top-10-Platzierung im Sprint plus Träger des Bergtrikots. So kann es doch mal anfangen. So kann es doch mal anfangen. Finde ich super. Auch wenn es jetzt kein Sieg war, es war trotzdem ein guter Einstand. Der Punktewertung führt Gaviria ebenfalls vor Groenewegen und Kittel. Orbe ist hier auf Platz 7 und in der Nachwuchswertung führt Gaviria vor Groenewegen und Gugar. Platz 7 für Schuster. Da haben wir auch die Teamwertung. Dort führt Katjuscha Alpecin vor Quickstep Floors und Mitchelton Scott. Austria Cars landet hier auf Rang 4 momentan, aber alles zeitgleich. Von daher müssen wir das Ganze natürlich mit Vorsicht genießen. Also, erfolgreicher Einstand für Team Austria Cars. Ich freue mich. Führung in der Bergwertung und Platz 7. Das ist allerdings, ja, nicht schlecht. Und nächste Etappe, 150 Kilometer, eine flache Etappe. Ich hoffe, ihr schaut auch da wieder zu. Eine Bergwertung gibt's. Die wird natürlich wichtig sein für Orbe, damit er sein Trikot behält. Schauen wir mal, ob das gelingt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder mit Live-Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.